So, da bin ich rausgekommen, ne? Ja, da müssen wir hier lang. Ach du Scheiße, nicht, dass das ein Arena-Kampf ist, dass ich jetzt da runterspringen muss. Oh, da habe ich ja nun gar keine Lust. Oh nee, ich hasse die Arena-Kämpfe. Naja, egal. Oh oh! Jetzt kommen die auch noch mit solchen Mistdingen. Oh oh! Ich bin gleich weg. Oh! Wie schnell geht das denn? Ich hasse Arena-Kämpfe. Habe ich euch das schon mal erzählt? Ich hasse das wie die Pest. Aber übrigens, ne? Ich mache mal hier einen zweiten Strich, ne? Also wenn so eine Arena-Kämpfe noch öfter kommen, da wird der Strich ellenlang. War ich jetzt hier schon drin oder nicht? Also mit dem Abspeichern meine ich. Ja. Das war ja bloß das Radio. Ist das Zischen dein Feind? Es ist unser Feind. Warte mal, wie war das nochmal mit dem Ausweichen? Was hat er gestanden vorhin? Ach nee, das war ja bloß das Radio. Ach, das ist ein Dicker. Bringen die sich selber um, die Idioten? Ey! Oh, muss Kontrollpunkte säubern. Feind. Befall. Ausbreitung. Säuber den Kontrollpunkt. Was soll das heißen? Hilf es zu reparieren. Heilige Scheiße. Du, wir haben es geschafft. Hallo? Können Sie mich hören? Gehören Sie zu uns? Zur Behörde? Sind Sie noch bei Verstand? Willst du frech werden, Alte? Schnellreise, Outfits. Oh, cool. Bitte reden Sie mit mir. Ja, ich komme doch schon. Wir sahen Sie mit dem verlorenen Agenten. Was bin ich wohl, mit jemandem zu reden, der noch bei Verstand ist? Ganz meinerseits. Ich bin Pope, Emily Pope, Dr. Darlings Assistentin. Ich bin dran.
Soll ich lügen? Geile Augen. Jesse Faden. Nur zu Besuch hier. Ich hätte lügen sollen. Oh shit! Sie sind die neue Direktorin! Moment! Wir kommen raus! Oh oh. Oh, ein bisschen steif, das Mädel, ne? Direktorin Faden? Nennt mich Jesse. Okay, Jesse. Ich bin Emily. Also irgendwie hat diese feindselige Macht dieses Zischen? Genau. Irgendwie konnte es das Gebäude ohne Vorwarnung infiltrieren. Und so schnell wurde der Name offiziell. Das Zischen. Wie einströmendes Giftgas. Wir sind komplett unter Quarantäne. Es ist überall und betrifft alle, die nicht von einem HAV und erstaunlicherweise auch von dir beschützt werden. Du bist die Direktorin und damit per Definition etwas Besonderes. Trench ist natürlich nicht mehr der Direktor. Ach, entschuldige, ich rede zu viel. Es ist einfach gerade alles ziemlich heftig. Trench ist tot. Erschossen. Ah. Ich fand seine Leiche. Und die Waffe. Sag ich ihr, dass es wie Selbstmord aussah? Die Amtswaffe. Außerdem, und ich weiß, das klingt verrückt, erscheint er mir. Sagt mir Dinge. Es ist schwer zu verstehen, aber er sagte, ich soll den Kontrollpunkt säubern, das Zischen vertreiben. Der ganze Raum veränderte sich. Das hast du gemacht? Und das Gebäude betreten, als es bereits unter Quarantäne stand, bevor du die neue Direktorin wurdest? Wie? Ich bin noch nicht bereit, dir das zu erzählen. Ein Hausmeister ließ mich rein. Irre! Das ist einfach unglaublich. Es ist, ach, ich kann nicht mal, ach, Jesse, ich habe 1 Million Fragen und du bestimmt 1 Million mehr. Wie zum Beispiel, kennst du meinen Bruder Dylan? Noch nicht. Aber da ist was, um das ich dich zuerst bitten muss. Wenn du einen Kontrollpunkt säubern kannst, kannst du vielleicht auch die vom Zischen Besessenen, also, ja, die Infizierten heilen. Wenn das möglich wäre, hätten wir ganz andere Optionen. Emily Pope. Ich kenne sie nicht, aber ich mag sie jetzt schon. Sie ist das genaue Gegenteil der anonymen Behörde, die ich dafür verantwortlich mache, was damals passierte. Aber ich kann ihr, oder vielmehr ihrer Behörde, noch nicht trauen. Ja. Ich versuch's. Ich rede natürlich für dich. Versuchen wir es gemeinsam. Mal ist ihr Quatsch so leise, dann ist das Gequatsche wieder laut. Wir haben das Zischen ja schon mal vertrieben. Zisch, zisch. Aber da hinten hängt doch immer noch eine. Achso, die müssen wir jetzt befreien. Ah, oder säubern. Jo, ich komme. Wir brauchen einen Plan, Jesse. Ich kann sie nicht heilen. Ja, aber es war den Versuch wert. Danke, Direktorin. Jesse. Ich sage ihr, warum ich hier bin. Ich riskiere es. Also. Vor 17 Jahren war die Behörde in einen Vorfall in meiner Heimatstadt Ordinary verwickelt. Sie kam und vertuschte dann alles. Ich suche diesen Ort hier bereits seit sehr langer Zeit. Das reicht. Vielleicht war es schon zu viel. Ich kann ihr noch nicht von Dylan und dem Rest erzählen.
Ich habe von einem gewandelten Weltereignis gelesen, das mit Ordinary zu tun hatte. Du warst als Kind am Ground Zero? Das war eines der ganz Großen. Und vor meiner Zeit. Und streng geheim. Ich kann versuchen, alte Akten zu finden. Mein Boss Caspar Darling würde es wissen. Aber er ist verschwunden. Er wusste oder ahnte wohl, was passieren würde. Er brachte uns die HRV, Hadron-Resonanzverstärker. Ich denke, die haben einige von uns gerettet. Direktor Trench weiß natürlich auch alles. Trench, der Geist oder was er auch ist. Er erwähnte eine Hotline. Sagte, ich soll ihn finden. Das ist ein weiteres Objekt der Macht wie die Waffe. Ein altes Bakelit-Telefon. Eine direkte Verbindung zwischen dem Direktor und dem Rat. Vielleicht kann er dadurch deutlicher mit dir reden. Trench hat viele Jahre Erfahrung. Er könnte wissen, wie man das Zischen zerstören kann. Wo ist die Hotline? Sie ist in der Kommunikationsabteilung hinter dem Postraum. Das ist Teil dieses Sektors. Deshalb ist es trotz Quarantäne für uns zugänglich. Wir öffnen die Tür für dich. Okay, das ist mein nächstes Ziel. Das ist Tomasis Abteilung. Er ist der Leiter der Kommunikation. Ich denke, er hatte keinen HRV. Er machte deutlich, dass er keinen tragen wollte. Pass auf dich auf. Man nennt mich die Direktorin. Aber das bin ich nicht. Ich bin nicht der Typ für sowas. Bin kein Anführer. Warum bin ich hier? Ich glaube, das weißt du schon. Ja, wegen meines Bruders. Aber es gibt auch andere Gründe. Ich sagte, ich suche Antworten, aber ich werde sie vielleicht nie verstehen. Ich suche keine Beweise. Das hier ist bereits mehr als genug. Egal, was sie mir all die Jahre erzählt haben, ich weiß jetzt, dass es wahr ist. Es war keine Einbildung. Ich will Teil dieser Welt sein. Doch was mir wirklich Angst macht, ist es endlich gefunden zu haben. Und zusehen zu müssen, wie das Zischen alles zerstört. Das rote Telefon. Ich weiß, das ist alles neu für dich, also frage, was immer du wissen willst. Es gibt keine dummen Fragen. Die Tür zur Kommunikationsabteilung ist direkt vor dem Sitzungszimmer an der Lobby. Sie sollte mittlerweile offen sein. Folge den Schildern zum Postraum. Durch ihn kommst du zur Hotline-Isolationskammer. Viel Glück, Jesse. Komm zurück, wenn du die Hotline hast. Danke, Emily. Da lang, da lang. Naja, wir gehen erstmal. Bestimmt hier oben, oder? Waren wir hier schon? Ne, hier waren wir ja auch noch nicht. Ah, hier gibt's wieder neue Sachen. Cool. Was haben wir denn Schönes gewonnen? Hier hinklicken? Ne, wie war das nochmal hier? Achso, zum Freischalten. Gewöhnlich? Hallo? Ach, hier. Was ist das? Versteckte Tendenz. Benachrichtigung. Was ist das? Hauserinnerung. Was ist das? Nicht definierte Werte. Unbekannte Anrufe. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Naja, das lese ich mir alles später mal durch. Aber irgendwas habe ich doch jetzt hier. Was ist denn, wie geht denn das hier? Freischalten? Ne, hier? Ach da, leerer Platz. Ah ja, hier so war das, ne? Nee, wie war das? Eingabe anlegen. Aber das hatte ich doch eben schon. Ach, leck mich. So.
Ach, deswegen ist jetzt meine Fratze hier überall. Ah. Vorher war das der Kasper da oder wie der hieß da und jetzt ist es sie hier. Ich wollte schon immer Direktorin sein. Verschobene Toilette? Das sind ja richtig tolle Artikel hier. Ah, jetzt. Da, guck mal, hier anlegen, weil das ist ein Död. Schaden gegen Rüstung. 22. Ah, cool. Ach du Scheiße, wenn ich jetzt diese ganze Rüstung finde. Naja, dann wisst ihr ja schon, was das heißt, ne? Dann werden die Gegner immer stärker. Achso, das ist wieder die Musik. Boah, ich kann ja nicht mal kämpfen mit dem V. Das ist ja doof. Ich dachte, ich kann ja alles zerlegen. Aber dass sie so schnell rennt, das finde ich, wie gesagt, das finde ich ein bisschen doof. Besser wäre es, wenn sie auch ein bisschen langsamer gehen würde. Technologische Einschränkung. Muss ich wohl hier lang, oder? Noch wieder was Schönes. Nö, hier gibt's nichts Neues. War das Ding wohl leer, oder was? Das ist ja doof. Ah, jetzt verstehe ich. Hier drin habe ich keine Waffe. Und hier drin habe ich, hier habe ich wieder alles. Yeah. Ach, die schönen Blumen. So. Hier wollte ich doch mal irgendwo reingehen. Das ist, ach, hier ist immer noch zu. Ich sehe, man sieht die überhaupt nicht durch. Auf jeden Fall muss ich irgendwie in irgendein Treppenhaus. Ach, hier war ja das Büro. Gut, hier sind wir ja doch ganz verkehrt. Sind wir hier gerade reingekommen, ja, ne? Ja, ja, hier sind wir gerade reingekommen. Dann muss ich wohl doch diesen Weg hier lang gehen. Ob das da unten was zu sagen hatte, mal dieses Zeichen da? Ach, hier kommen wir ja gar nicht weiter. Cool. Also dieses Buch da oben wollte ich gerne haben. Okay, hier ist nix. Hier war ich drinne. Ah, guck mal, da muss ich doch hier lang fahren. Ach, dann zeigt mir dieses Teil wohl doch den Weg. Den Weg. Nicht den Weg. Hauserinnerung. Was soll ich machen? Ich soll laufen? Da ist sie wieder, unsere Willkommensnachricht. Oh, da drin ist ein Dings, da will ich rein. Du hast uns in deine Verordnung und dir Erlaubnis erteilt,
Das Wort, das ich beschreibe, ist ein Zylus. Glaube es. Den Namen des Wortes. Oha, jetzt hat er ein bisschen gehackt eben. Das war alles. Waffenmodifikation? Also ich muss sagen, dieses Gesappel hier, das geht mir so ein bisschen auf den Piss. Ja, hatte ich doch aber schon. Neu? Nö. Ah, hier. Achso, da war ich ja schon drinne. Ah ja, das ist ja doof. Ich dachte, das geht weiter hier. Seid doch mal ehrlich, das Gesülze ist einfach zu laut. Bin ich jetzt blöd im Kopf? Aha. Aber das ist ein bisschen sehr leise, ne? Also ich kann durch ihr Fenster durchschießen. Aber ich kann nicht durchgehen. Erinnerung, wenn Sie eine unvorhergesehene Raumverschiebung... Achso, das hatten wir ja schon.